Jetzt wird darüber debattiert, ob Georgien und die Republik Moldau so als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen. Es geht darum, es hätte den Vorteil, dass Asylanträge dann schneller bearbeitet werden könnte. Man hätte auch mehr Spielraum bei abgelehnten Anträgen. Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und auch einen der Fraktion der CDU-CSU. Noch einmal vielleicht als Erklärung, als sicherer Herkunftsstaat definiert das Gesetz Länder, von denen sich aufgrund des demokratischen Systems und der allgemeinen politischen Lage und dessen ausgegangen davon werden kann, dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und dass der jeweilige Staat grundsätzlich vor nichtstaatlicher Verfolgung schützen kann. Das bedeutet dann, dass Asylantragsteller, dass das die Verfahren, die Anhörungen einfacher beantragt werden können und die Unterscheidung, die persönliche Anhörung unterscheidet sich aber nicht von Anhörungen bei anderen Herkunftsländern. Auch die Schutzgewährung ist nicht ausgeschlossen, aber trotzdem werden diese Anhörungen dann beschleunigt durchgeführt. In Deutschland gibt es folgende Länder als sichere Herkunftsstaaten. Das sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, die ehemalige Jugoslawische Republik, Montenegro, Senegal und Serbien. Im Bundestag merken wir, das sind jetzt einige, das Plenum verlassen haben nach dieser doch etwas hitzig geführten Aktuellen Stunde. Und jetzt beginnt die Debatte um die sicheren Herkunftsländer mit Helge Lind von der SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Zauberwort in diesem Zusammenhang nach all der Emotionalität, die wir jetzt erfahren haben, scheint mir Folgendes zu sein: Verantwortung. Und die haben wir in Bezug auf zwei Fragen ins Zentrum zu stellen. Zum Ersten, wenn wir uns heute entscheiden, Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, ist das ein wirksames, legitimes Mittel, um irreguläre Migration, solche Migration ohne Aussicht auf Schutzbedürftigkeit wirksam zu reduzieren. Das ist die eine Verantwortung. Die Antwort lautet ja. Die zweite Verantwortung, die wir uns auch zu stellen haben, ist, über die Situation der Schutzbedürftigen zu sprechen, was ja in allen Diskussionen immer eine große Rolle spielte. Wir können dabei nicht verkennen, und auch das zeigten die Anhörungen und auch parlamentarische Verhandlungen in den letzten Jahren. Also wiederholt zu dem Thema, bei Georgien und Moldau kann man den Umstand nicht ignorieren, dass es sich um Visafreiheit handelt. Das bedeutet konkret in Bezug auf viele Menschen, dass sie real, auch subjektiv, keinen Schutzanspruch haben, das auch wissen, aber mangels Alternativen und über die Visafreiheit diese Möglichkeit nutzen. Das Ergebnis ist aber voraussehbar: negative Bescheide mit all den Folgen. Ist das rational und sinnvoll? Aus unserer Sicht lautet die Antwort nein. Wir sehen darüber hinaus, dass aber auch Visafreiheit bedeutet, dass schutzbedürftige Menschen, und das ist wichtig, das deutlich zu machen, Schutzbedürftigkeit wird durch das Rechtsinstitut der sicheren Herkunftsstaaten nicht geleugnet, sondern bei allen beschleunigten Verfahren gibt es immer noch eine Anhörung und reguläre Mechanismen. Schutzbedürftigkeit bedeutet auch, dass mit Visafreiheit reale Möglichkeit besteht, Schutzanspruch zu bekommen. Und es besteht kein nachgewiesener Zusammenhang, dass mit der Einführung sicherer Herkunftsstaaten weniger Menschen Schutz erhalten. Europäische Beispiele, und ich nenne hier nur Österreich, zeigen das Gegenteil. Ein Rückgang der Zahl von Anträgen signifikant, aber ein Anstieg der Quote derjenigen, die Schutz erfahren haben, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben. Also dieser Konnex, diese Kausalität ist gerade nicht gegeben. Und damit können wir auch selbstbewusst beantworten, ja, wir können es verantworten. Darüber hinaus aber, weil wir es uns eben nicht einfach machen und nicht mit Hurra das Ganze entscheiden, sehen wir natürlich die Situation von LGBTQI-Plus-Personen in Georgien und sehen auch, dass mit der Entscheidung des BAMF die stigmatisierende Praxis der Diskretionsprognosen und der
Diskretionsgebote noch nicht alles getan ist und dass weitere Schritte notwendig sind, aber in allen Verfahren, um vulnerable Personen besser zu schützen. Und zum anderen, und da spreche ich von der Situation der Roma in Moldau, wird es unsere Aufgabe sein, A, sicherzustellen, und das ist kein leichter Weg, dass Menschen in Moldau selbst, Roma, eine bessere Situation haben, aber dass in allen Asylverfahren, ungeachtet des Herkunftslandes, die Vulnerabilität von Roma besser geachtet wird und wir uns immer klar machen, dass diese Personengruppe, nicht nur die deutschen Sinti und Roma, sondern die europäischen Roma, Opfer des Holocaust waren. Ich fasse zusammen. Unsere Entscheidung für sichere Herkunftsstaaten ist nicht die Generallösung, ist nicht der absolute einfache Weg, sondern sie ist im Zusammenhang zu begreifen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der nicht schnell populistisch Applaus verursacht, aber der der richtige ist, weil er mit Vernunft und Augenmaß und konsequent durchgesetzt wird. Und das heißt, wir kümmern uns auch um Migrationsabkommen und wir ignorieren auch nicht das Ruanda-Urteil, das jetzt gefallen ist vom Supreme Court, das nicht lautete, Drittstaatsverfahren sind generell ungültig, das aber sehr deutlich lautete, wir können nicht einfach vorbei an Rechten und vorbei an Standards unsere Fragen und Probleme externalisieren. Und ein letztes noch. Ein Kollege der Union sagte mir gestern öffentlich in einem TV-Interview, lieber Ruanda oder Nordafrika als auf dem Sozialamt in Deutschland. Ich glaube, dieses Niveau können und dürfen wir nicht erreichen. Wir müssen bei aller Beschränkung, aller Reduzierung immer noch unsere Prinzipien, unsere Standards einhalten und unserem Kompass gewahren. So und genau so ist es verantwortbar, Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Detlef Seif das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit seiner Überlastungsanzeige hat der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge endgültig der Asylpolitik von Rot-Grün und FDP die rote Karte gezeigt. Der aktuell überdurchschnittlich hohe Zustrom überlastet alle Bereiche. Städte und Gemeinden sind schon lange am Limit angekommen. Fast jeder zweite Antragsteller, der zu uns kommt, hat keinen Schutzanspruch und damit auch kein Bleiberecht. Die irreguläre Migration belastet die öffentlichen Haushalte erheblich. Und sie ist auch, wenn man genau hinguckt, mitursächlich dafür, dass wir im Moment für Kernaufgaben nicht mehr genügend Finanzmittel zur Verfügung haben. Beispielhaft für den wichtigen Bereich des Bevölkerungsschutzes. Die Entwicklung gefährdet letztlich den inneren Zusammenhalt, was Sie nicht mitkriegen, was schon längst der Fall ist, und stärkt auch die politischen Extreme in diesem Land. Und das können wir uns nicht mehr länger leisten. Es sind alle, und ich sage alle Maßnahmen zu ergreifen, die die irreguläre Migration substanziell verringern. Und der Kollege Lindt hat natürlich recht. Es ist ein Bündel von Maßnahmen. Und die Maßnahme, die heute ansteht, nämlich hier Moldau und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, ist nur ein Teil davon. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, wir haben ja zwei inhaltsgleiche Anträge in den Bundestag eingebracht, Union und Ampel, woran liegt das denn? Ja, ganz einfach, die Union hat im Juni bereits einen Antrag eingereicht, den hätten wir schon längst vor 2 Monaten beschließen können, meine Damen und Herren. Aber die Ampelvertreter konnten nicht über ihren Schatten springen, sondern haben gesagt, wir müssen einen eigenen Antrag stellen, auch wenn er inhaltsgleich mit dem der Union ist. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle schon eins. Die Union ist ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht und wird natürlich nachher beiden Anträgen zustimmen, also auch dem der Bundesregierung. Die Union verlangt seit Langem, dass alle Länder, die die Voraussetzungen erfüllen, sichere Herkunftsstaaten zu werden, auch als solche eingestuft werden. Dazu gehört insbesondere Algerien, Marokko und Tunesien. Wir wollen Ihnen, Ampelvertretern, heute die Gelegenheit geben, hier Farbe zu bekennen und zu sagen, ob Sie für diese wichtigen Maßnahmen sind oder nicht. Moldau, EU-Beitrittskandidat und
Georgien demnächst EU-Beitrittskandidat erfüllen die Voraussetzungen zur Einstufung als sicherer Herkunftsstaat. Von Januar 2021 bis Mai 2023 haben in den beiden Ländern rund 25.500 Menschen einen Asylantrag gestellt. In nur 30 Fällen wurde der Antrag positiv beschieden. Das heißt, 1.000 Menschen kommen, einer hat einen Schutzanspruch. Bei beiden Ländern ist davon auszugehen, dass generell keine Verfolgung zu befürchten ist. Aber das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten geht nicht von völliger Verfolgungsfreiheit aus. Das kann im Einzelfall der Fall sein. Und ja, in Einzelfällen, Kollege Lindt hat das gesagt, LSBTIQ, aber auch Roma und Sinti, es gibt solche Fälle und diese Menschen haben bislang Schutz erhalten. Und um es klar zu sagen, meine Damen und Herren, die Menschen werden auch in der Zukunft Schutz erhalten. Aber die, die keinen Schutzanspruch haben, müssen schnellstmöglich in einem beschleunigten Verfahren erfahren, sie haben kein Bleiberecht, sie müssen das Land schnell verlassen und sie müssen vollziehbar ausreisepflichtig sein. Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat ist letztlich ein ganz starkes Signal in die Herkunftsländer. Menschen, die wissen, dass sie keine Chance haben, werden sich gar nicht erst auf den Weg machen. Und genau das ist unser Ziel. Die irreguläre Migration muss von vornherein vermieden werden. Vielen Dank. Detlef Seif war das für die CDU-CSU. Der Bundestag diskutiert über sichere Herkunftsstaaten, Georgien und Republik Moldau. Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und einen Entschließungsantrag der Opposition. Aber zunächst für die Bundesgrünen jetzt Phyllis Pohlert. Schon Ende 2018 warnte das Deutsche Institut für Menschenrechte zutreffend, das Konzept sicherer Herkunftsstaaten sei, ich zitiere, grundsätzlich rechtsstaatlich problematisch, da es einer individuellen und unvoreingenommenen Prüfung des Schutzgesuchs zuwiderlaufe. Bekanntermaßen teilen Grüne diese Auffassung. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten halten wir für grundsätzlich falsch. Meine Damen und Herren, die Einstufung eines Staates als sicher hat ihren Ursprung im Asylkompromiss von 1993. Dafür hat der Bundestag das in Artikel 16a verbriefte Grundrecht auf Asyl einschränken müssen. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf nutzt die Bundesregierung nun diese Möglichkeit, Georgien und Moldau zu sicheren Staaten zu bestimmen. Diese Entscheidung hier hat also für uns grundrechtsrelevanten Charakter. Deshalb ist, Herr Seif, für den Bundestag nicht zu entscheiden, ob mit der Einstufung die Flüchtlingszahlen oder die Asylverfahrensdauer von Personen aus einem sicheren Herkunftsstaat womöglich sinken könnten. Entscheidungsleitend ist allein der Grundrechtsartikel. Wir müssen hier und heute ausschließlich beurteilen, ob die Voraussetzungen zur Einstufung erfüllt sind. Nämlich, dass aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung, der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet ist, dass in Georgien und Moldau weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Meine Damen und Herren, bei den Republiken Georgien und Moldau bestehen in unserer Fraktion hier insbesondere Zweifel in Bezug auf die Verfolgungssicherheit der Roma in Moldau und LSBTIQ-Personen vor allem in Georgien. Die zu diesem Gesetzentwurf eingereichten Stellungnahmen des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland und die gemeinsame Stellungnahme des Kommissariats der deutschen Bischöfe und der Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche sind hier beispielhaft erwähnt. Darüber hinaus ist bei der Entscheidung mit zu berücksichtigen, dass die georgische Regierung keine Kontrolle über die Landesteile Abchasien und Südossetien ausübt, beziehungsweise die Republik Moldau keine Kontrolle über die Provinz Transnistrien hat. Diese Gebiete, das wissen Sie, werden von Russland kontrolliert. Dennoch hat, meine Damen und Herren, die Bundesregierung die Republiken zur Einstufung zu sicheren Herkunftsstaaten dem Bundestag empfohlen. Warum?
Beide Länder befinden sich im Beitrittsprozess der Europäischen Union und haben entsprechend hohe rechtsstaatliche Standards zu erfüllen. Für die Republik Moldau hat die EU-Kommission kürzlich, das wissen Sie, die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfohlen, für Georgien die Zuerkennung des Status als Beitrittskandidat. Beide Länder befinden sich in einem von der EU begleiteten Reformprozess, in dem die Rechtsstaatlichkeit, der Schutz von Grundrechten und Maßnahmen gegen Diskriminierung verbessert werden sollen. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, ist die Lage in den Drittstaaten, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, regelmäßig und fortlaufend durch das Auswärtige Amt zu überprüfen. Der Staatsminister ist ja auch da. Bei plötzlichen Verschlechterungen der Lage kann die Einstufung eines Staates als sicherer Herkunftsstaat durch Rechtsverordnung der Bundesregierung auch vorübergehend ausgesetzt werden. Dies muss entsprechend sichergestellt und konsequent angewendet werden. Meine Damen und Herren, das gilt im Übrigen auch für die bereits eingestuften Staaten wie Senegal und Ghana. Durch die visafreie Einreise, das hat der Kollege Lind gesagt, ist darüber hinaus sichergestellt, Herr Seif, dass Schutzsuchende dennoch kommen können, den Zugang auch zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren in Deutschland erhalten bleibt. Da müssen Sie leider mit rechnen, auch wenn mit der Einstufung die Verfahrensrechte eingeschränkt sind. Aus diesem Grund, Herr Seif, empfiehlt meine Fraktion, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Aber zum Schluss möchte ich mich noch mit dem Entschließungsantrag der Union widmen. Der liegt heute auch vor. Und mich auch an diejenigen richten in der SPD und FDP, die der Überzeugung sind, dass die drei Maghreb-Staaten die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Kriterien zur Einstufung eines Landes als sicher erfüllen. Meine Damen und Herren, während in Georgien, aber auch in Moldau der Staat lediglich viel zu oft den notwendigen Schutz vor LSBTIQ-feindlicher Gewalt versagt, sind in Staaten Marokko, Algerien, Tunesien Selbstverfolger. Sie sind Selbstverfolger, so zu Recht der LSVD in seiner Stellungnahme. In Marokko und Algerien wurden und werden zahlreiche queere Menschen vor Gericht gestellt. Auf Grundlage von homosexuell feindlicher Gesetzgebung verurteilt. In Tunesien haben Menschenrechtsorganisationen zahlreiche Fälle schwerer sexueller Übergriffe in Form von zwangsweisen Analuntersuchungen an schwulen und bisexuellen Männern zur angeblichen Feststellung gleichgeschlechtlicher Handlungen durch Staatsbedienstete dokumentiert. Die alte Bundesregierung unter Federführung der Union hat sogar im Mai 2018 zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie gemeinsam mit 31 UN-Mitgliedstaaten, Herr Seif, diese Form der Analuntersuchung, der Form der Folter verurteilt. All dies findet weiter in diesen drei Staaten statt. Meine Damen und Herren, die Verfolgung von LSBTIQ-Personen ist nur eines unter mehreren schweren menschenrechtlichen Problemfeldern in den Maghreb-Staaten. Die Menschenrechtslage hat sich in vielen Bereichen zuletzt deutlich verschärft. Eine Einstufung dieser Länder als sichere Herkunftsstaaten auf Grundlage des Grundrechtsartikels, Sie müssen sich an unser Grundgesetz halten, wäre vor diesem Hintergrund nicht weniger als völlige Realitätsverweigerung und kommt daher unter keinen Umständen für uns in Frage. Und deshalb werden wir Ihren Entschließungsantrag ablehnen. Für die AfD hat jetzt der zuständig stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch, und ich freue mich darauf. Das waren 2015 die Worte Ihrer grünen Parteifreundin Göring-Eckardt. Und ich frage Sie, hat sich für Sie inzwischen genug geändert? Ist Deutschland für Sie bunt genug geworden? Heerscharen unqualifizierter Migranten sind über unsere Heimat hergefallen und saugen unsere Sozialsysteme aus. Wir erleben eine fortschreitende Islamisierung. Messermänner und Gruppenvergewaltigung sind heute schon an der Tagesordnung. Islamistische Mobs marodieren auf deutschen Straßen. Die Polizei wird der Lage nicht mehr her. Sie fordern die Einrichtung eines Kalifates in Deutschland und wollen Juden töten. Was für eine Schande für Deutschland!
Das Bild 2015, wir haben es noch vor Augen, die ehemalige Kanzlerin Merkel mit dem Migrantenmädchen Rehm, das Bild der Flüchtlingskrise 2015. Heute ist das Mädchen Rehm eine 23-jährige Frau und hetzt gegen Israel. Das ist das Bild 2023, liebe Kollegen. Sie verstoßen seit 2015 jeden Tag gegen das Grundgesetz. Ich empfehle Ihnen einen Blick in den Artikel 16a des Grundgesetzes. Ich lese ihn einmal aus der Stelle vor. Absatz 1. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Politisch Verfolgte und sonst niemand, auch nicht Ihre sexuellen Minderheiten, die Sie gerade eben genannt hatten. Aufgrund von Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Absatz 2 trifft auf alle, ich wiederhole, alle unsere Nachbarstaaten zu. Weisen Sie alle sogenannten Flüchtlinge an unseren Außengrenzen ab, und zwar sofort. Sie verletzen das Grundgesetz tagtäglich. Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn tatsächlich einmal braucht? Wir warnen vor den Folgen der Herrschaft des Unrechtes, wie es Ihr Parteifreund Seehofer nannte, seit Jahren. Sie haben Teddybären geworfen und geklatscht. Heute klatscht längst keiner mehr. Ihr Gesetz ist ein Feigenblatt. Schauen wir einmal auf die letzten 18 Monate. Wir haben 15.000 Asylanträge von Georgiern, 7.000 von Moldauern. Die Anerkennungsquote liegt unter 0,1%. Mit der Einwanderung kam aber auch die Kriminalität. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik bestätigt 26% der Moldauer in Deutschland und 39% der Georgier in Deutschland sind dort aktenkundig. Wir reden über 30.000 Tatverdächtige. Und wenn wir an der Visafreiheit nichts machen, wird sich auch daran mit Ihrer Gesetzänderung nichts ändern. Georgische Banden sind für Einbrüche und Ladendiebstähle verantwortlich. Eine Viertelmilliarde Euro Schaden ist allein durch die Ladendiebstähle entstanden. Das entspricht einer Schlange von Einkaufswagen von 1.700 Kilometern. Moldau ist die Drehscheibe des internationalen Waffenhandels, insbesondere auch Kriegswaffen aus der Ukraine. Ihre Nebelkerzen tragen wir nicht mit. Was wir mittragen würden, wären nationale Grenzsicherung mit stationären Grenzkontrollen und Asylzentren außerhalb von Deutschland. Sach- statt Geldleistungen, konsequente Remigration und Abschiebungen. Streichung aller Entwicklungshilfe für Staaten, die sich hier bei der Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern nicht kooperativ zeigen. Und auch das Bürgergeld müssen wir überdenken. Dem Antrag der Union zur Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten aus dem Maghreb können wir zustimmen, wenn Sie es denn nur politisch ehrlich meinen würden. Der Vorstoß der Bundesregierung mit diesem Gesetz ist lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besser das als gar nichts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Abgeordneter Keuter, es obliegt natürlich den Fraktionen, sich mit den Argumenten, die Sie hier vorgetragen haben, entsprechend auseinanderzusetzen oder auch mit Behauptungen. Es obliegt mir nicht, das zu bewerten. Ich bitte nur, und das gilt für uns alle, auch in der Fortführung dieser wichtigen Debatte, möglichst keine Bezeichnungen für Gruppen von Menschen zu verwenden, die geeignet sind, diese pauschal aufgrund der Zuschreibung bestimmter Merkmale, Herkünfte oder so weiter, sie herabzusetzen. Das war ein Appell, dass wir uns da alle ein bisschen sorgfältiger verhalten. Das Wort hat Stefan Thomé für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, mit dem heutigen Gesetz fügt die Koalition einen weiteren Baustein ein in die Migrationspolitik der Ampelregierung, die das Ziel hat, irreguläre Migration zu
beschränken, zu reduzieren, zu begrenzen und die reguläre Einwanderung in den Arbeitsmarkt leichter zu machen. Weil manchmal der Eindruck erweckt wird, dass da in den letzten Jahren gar nichts geschehen sei, will ich einfach mal so ein paar Dinge in Erinnerung rufen, die in den letzten 24 Monaten von dieser Koalition beschlossen worden sind. Wir haben im Dezember letzten Jahres ein Asylverfahrens- und Asylgerichtsverfahrensbeschleunigungsgesetz beschlossen. Wir haben mit dem Chancenaufenthalt dafür gesorgt, dass mehr Leute mit langjähriger Duldung in Arbeit kommen können. Es ist ein Sonderbevollmächtigter eingesetzt worden, der Migrationsabkommen derzeit bereits aushandelt, inklusive Rücknahmevereinbarungen. Die GEAS-Reform, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die fast zwei Jahrzehnte sich verkantet hat, löst sich jetzt allmählich auch mit Zutun dieser Regierung. Die Grenzkontrollen zur Schweiz sind jetzt bereits in der Schweiz durchgeführt. Mit Polen und Tschechien wird eine Taskforce eingerichtet, um die Grenzkontrollen dort zu verbessern. Mit den MPK-Beschlüssen von Mai und November befindet man sich jetzt bereits in der Umsetzung. Das Scholz-Habeck-Lindner-Papier setzt neue Maßstäbe. In der nächsten Woche werden wir weitere Gesetze hier im Bundestag in erster Lesung einbringen. Und heute fügen wir zwei weitere sichere Herkunftsstaaten in das Asylgesetz ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Zwischenbilanz, die sich sehen lassen kann, wie ich finde. Und ich will schon auch an der Stelle sagen, dass der Versuch, zwei Herkunftsländer als sicher einzustufen, nämlich Georgien und Moldawien, ja bereits von Ihnen in der letzten Wahlperiode in der GroKo versucht worden ist, ohne Erfolg, weil dieser Versuch im Bundesrat aufgehalten worden ist, nicht hinreichend vorbereitet worden. Jetzt setzen wir das durch. Was Sie nicht geschafft haben, das gelingt uns jetzt zusammen mit Grünen und SPD, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Warum ist diese Einstufung wichtig? Es führt zur Verfahrensbeschleunigung, denn Georgien und Moldawien, beides Länder, wir haben es gehört, mit in den letzten Jahren weniger als 0,5% Schutzquote, 0,1% Georgien, 0,4% Moldawien im letzten Jahr, wird als sicheres Land eingestuft. Und das heißt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylanträge aus diesen Ländern zunächst einmal als offensichtlich unbegründet ablehnen kann. Kollege Lindner hat schon ausgeführt, dass es da auch Ausnahmen gibt. Das ist ja nicht 0,0%, aber zunächst mal kann das offensichtlich unbegründet abgelehnt werden. Das entlastet das BAMF, weil diese Anträge priorisiert werden und vereinfacht behandelt werden können. Die Klagefrist ist dann deutlich verkürzt auf eine Woche und entfalten keine aufschiebende Wirkung gegen die Abschiebung. Dagegen ist dann zwar ein Eilantrag möglich, aber die Gerichte werden diesen Eilantrag auf Abschiebungsschutz und die Hauptsache natürlich verbinden, zusammen verhandeln, sodass also diese Sachen dann schnell entschieden sein werden. Das ist eine Beschleunigung und eine Entlastung des BAMF, genau das, was wir brauchen, meine Damen und Herren. Wenn aber diese Entscheidungen beschleunigt getroffen sind, sind die Personen natürlich immer noch da. Deswegen muss sich das verbinden mit anderen Elementen. Zum einen die freiwillige Ausreise. Manchmal wird gesagt, wer reist denn schon freiwillig aus? Macht doch niemand. Die Zahlen sprechen tatsächlich eine andere Sprache. Im letzten Jahr, 2022, sind doppelt so viele Menschen freiwillig ausgereist, wie abgeschoben worden sind. Und das zeigt, es macht auch Sinn, diese Rückkehrförderprogramme weiter beizubehalten, weil sie wirken. Aber natürlich, wenn jemand nicht freiwillig ausreist, dann muss auch die Abschiebung als Vollzug einer staatlichen Entscheidung möglich sein. Und deswegen sind diese Migrationsabkommen so ein wichtiges ergänzendes Element. Und genau deswegen verhandelt der Sonderbeauftragte Joachim Stamp jetzt gerade mit diesen beiden Ländern, Georgien und Moldawien, Migrationsabkommen, Rücknahmevereinbarung, weil das eine sinnvolle Ergänzung ist, damit dann der Ablehnung auch die Rückführung auf dem Fuße folgen kann. Und es zeigt, es ist sinnvoll, auch weitere Länder jedenfalls mal zu prüfen. Usbekistan, Kirgisistan, Kenia, Kolumbien, die Maghreb-Staaten, Armenien, Gambia, all das sind Kandidaten für weitere Migrationsabkommen und die Prüfung einer Einstufung als sichere Herkunftsstaaten. Und natürlich, wenn die Rückführung zwangsweise erfolgen muss, dann müssen wir Hürden und Blockaden lockern. Und deswegen wird in Kürze, in der nächsten Woche, ein Rückführungsverbesserungsgesetz eingebracht werden mit Elementen wie zum Beispiel Verlängerung der Abschiebehaft und dergleichen mehr.
Meine Damen und Herren, ich muss zum Schluss kommen. Es bleibt die Signalwirkung, dass Menschen schon gar nicht mehr versuchen, ins Land zu kommen, wenn sie wissen, dass ihre Bleibeperspektive hier schlecht ist. Deswegen das Fazit. Wir entlasten das BAMF. Die Zahlen werden zurückgehen. Wir entlasten die Kommunen, die Kindergärten und die Schulen. Es ist ein weiteres Element dieser Migrationspolitik, der dazu führen wird, dass die Zahlen zurückgehen. Ich danke Ihnen. Stefan Thomé war das von der FDP. Als sichere Herkunftsstaaten definiert das Gesetz Länder, von denen sich aufgrund des demokratischen Systems und der allgemeinen politischen Lage davon ausgegangen werden kann, dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und dass der jeweilige Staat grundsätzlich vor nichtstaatlicher Verfolgung schützen kann. Der nächste Redner, die nächste Rednerin ist Clara Bünger von der Linken, Sprecherin für Fluchtpolitik und Sprecherin für Rechtspolitik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Dass die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer das BAMF und die Gerichte entlasten und Verfahren beschleunigen, so wie Herr Thomé es gesagt hat, stimmt ganz einfach nicht. Und das zeigen die Zahlen, die die Bundesregierung selbst auf meine Anfrage veröffentlicht hat, ganz klar. Beim Herkunftsland Moldau dauern die Asylverfahren schon jetzt ohne Einstufung 2,1 Monate. Schneller, Herr Thomé, geht's eigentlich gar nicht. Beim seit vielen Jahren als sicher eingestuften Senegal hingegen dauern sie über ein Jahr. Komisch, ja. Wenn Asylverfahren beschleunigt werden sollen, dann müsste das BAMF und die Gerichte personell aufgestockt werden. Aber dafür hat die Ampel offenbar kein Geld übrig. Für Rüstung hingegen geben sie 100 Milliarden Euro aus. Aber Reiche besteuern wollen sie nicht. Wir sagen, tax the rich, statt Menschenrechte weiter einzuschränken. Und noch mal auf den Punkt gebracht, die Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer bringt weder dem BAMF noch den Kommunen etwas. Aber für Asylsuchende Menschen aus Ländern hat diese Einstufung schwerwiegende Folgen. Erstens, ihre Asylanträge werden in der Regel als offensichtlich unbegründet abgelehnt, weshalb sich die Klagefrist auf eine Woche verkürzt. Sie können abgeschoben werden, obwohl noch nicht über ihre Klage entschieden wurde. Eine aufschiebende Wirkung der Klage, Herr Seif, wird nur unter sehr strengen Bedingungen angeordnet. Zweitens, hinzu kommen Einschnitte bei sozialen und wirtschaftlichen Rechten. Die Einstufung führt dazu, dass für Asylsuchende aus diesen Ländern ein absolutes Beschäftigungsverbot gilt. Selbst wenn sie jahrelang auf eine endgültige Entscheidung warten müssen oder aus anderen guten Gründen nicht abgeschoben werden können. Die Wahrheit ist, dass in Moldau Romja systematisch diskriminiert, ausgegrenzt und angegriffen werden. In Georgien hat sich die Situation queerer Menschen zuletzt deutlich verschlechtert. Ähnliches gilt für Journalistinnen und Kulturschaffende. Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Sicherheit für alle Menschen im gesamten Land ist damit schlicht und einfach nicht garantiert. Deshalb, meine Damen und Herren von der Ampel, ist es unverantwortlich, diese Länder als sichere Herkunftsländer zu deklarieren. Und Frau Pollard, Sie haben hier ganz viele Gründe dafür genannt, warum Ihre Fraktion nicht zustimmen kann. Und ich lade alle Grünen dazu ein, mit uns diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Wir werden ihn ablehnen. Unsere Position wird im Übrigen auch unterstützt von Pro Asyl, Amnesty International, den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden und vielen weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen. Lehnen Sie das mit uns ab. Vielen Dank. Das Wort hat Peggy Schierenbeck für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Tribünen und zu Hause. In der Debatte um Fluchtmigration sollen uns zwei Gedanken leiten: Humanität und Ordnung. Humanität heißt, dass wir denjenigen helfen, die Schutz brauchen. Für uns gelten Asylrecht und völkerrechtlicher Flüchtlingsschutz.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bekennen uns klar und eindeutig zur Humanität und Solidarität, zu unseren menschen- und völkerrechtlichen Verpflichtungen. Und Ordnung bedeutet, dass die irreguläre Migration deutlich reduziert werden soll. Diejenigen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben, sollen das Land schnell wieder verlassen. Dies ist im Interesse der Schutzbedürftigen und auch im Interesse unserer Kommunen. Aber schauen wir uns zuerst die Zahlen für die Asylanträge aus Georgien und Moldau an, aus den letzten 2 Jahren. Die Anerkennungsquoten aus dem Jahr 2022 und aus dem ersten Halbjahr 2023 geben uns ein eindeutiges Zeichen. Bei Antragstellenden aus Georgien und Moldau sind sie unter 1%. Die Zahlen sprechen für sich. In beiden Staaten droht Menschen in aller Regel keine politische Verfolgung. Somit ist klar, Asylanträge von Staatsangehörigen aus Georgien und der Republik Moldau werden ganz überwiegend abgelehnt. Asylanträge aus diesen Staaten sollen durch die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten schneller bearbeitet und die Aufenthaltsdauer in Deutschland verkürzt werden. Das wird uns helfen, die aktuelle Situation zu bewältigen. Unsere Länder und Kommunen sowie Gerichte, die zunehmend an ihre Grenzen stoßen, werden dadurch entlastet. Darüber hinaus wird uns diese Einstufung gezielte Migrationsvereinbarungen mit beiden Staaten ermöglichen. Und um auch wieder auf den Punkt der Humanität zurückzukommen, das individuelle Recht auf Asyl ist für uns nicht verhandelbar. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass Verfolgte aus sicheren Herkunftsstaaten nach wie vor Flüchtlingsschutz in Deutschland erhalten können. Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat bringt mit sich die Vermutung, dass es in diesem Staat keine Verfolgungsgefahr vorliegt. Diese Vermutung kann aber im Asylverfahren widerlegt werden. Der individuelle Anspruch auf Einzelfallprüfung bleibt somit unberührt. Humanität und Ordnung gehen für uns Hand in Hand und schließen sich nicht aus. Die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten bedeutet nicht, dass Menschen aus diesen beiden Ländern bei uns nicht willkommen sind. Wir haben mit unterschiedlichen Mitteln dafür gesorgt, um für die Menschen, die zu uns kommen wollen, mehr Möglichkeit für die legale Migration nach Deutschland zu schaffen. Lassen Sie mich hier zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nennen. Es ist ein Meilenstein, weil wir damit den Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland mit gezielter Einwanderung wirksam bekämpfen. Wir bieten den Menschen eine echte Bleibeperspektive. Wir geben Menschen im Asylverfahren die Chance, einen Spurwechsel zu vollziehen und hier arbeiten und bleiben zu können. Damit schaffen wir auch für Menschen aus Georgien und Moldau einen sicheren Weg nach Deutschland. Mit diesem Gesetz gehen wir einen sehr wichtigen Schritt, um unser Ziel einer geordneten Migrationspolitik, die den Menschen weiterhin in den Vordergrund stellt, zu erreichen. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert darüber, ob Georgien und die Republik Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten ernannt werden sollen. Nächster Redner in dieser Debatte, Josef Oster für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit 7 Jahren, seit 2016, haben die Grünen alles verhindert, was im Zusammenhang mit sicheren Herkunftsstaaten steht. Seit 7 Jahren eine ideologische Blockadehaltung, seit 7 Jahren gelebter Realitätsverlust. Und das geht heute zumindest in einem ganz kleinen Punkt hoffentlich zu Ende. Und sehr geehrte Frau Polat, Sie haben sich ja wirklich gewunden in jedem Satz Ihrer Rede, dass Sie nur mit äußerstem Widerwillen heute dieser Vereinbarung, diesem Gesetzentwurf zustimmen. Und ich gucke die ganze Zeit, wo denn Ihr Kollege Palke ist. Scheinbar kann der das heute hier gar nicht ertragen, diese Entscheidung mitzutragen. Herausgekommen ist wohlgemerkt nur ein Mini-Kompromiss. Natürlich müssen dem heutigen weitere Schritte folgen. Und das machen wir mit unserem Entschließungsantrag deutlich. Wir können heute hier direkt einen weiteren Schritt gehen und auch die Maghreb-Staaten, das ist notwendig, zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Und ganz klar ist, unser Land ist überfordert. Das kann doch keiner übersehen. Und es hat unglaublich lange gedauert, bis diese Regierung das anerkannt hat und weitere Schritte in die Wege geleitet hat. Und es könnte viel schneller gehen. Auch in dieser Woche ist von den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz kaum etwas auf unserer Tagesordnung hier im Bundestag gelandet. Verehrte
Kolleginnen und Kollegen. Ich höre natürlich den Grünen aufmerksam zu, wenn Sie hier zum Thema Migration sprechen. Und auch heute, verehrte Frau Polat, haben Sie die Begriffe Begrenzung oder auch die Begriffe irreguläre Migration nicht in den Mund genommen. Sie haben sich gewunden. Und ich sage es hier noch mal: Ein Problem der deutschen Politik ist die Grundhaltung der Grünen, dass jede Form von Migration gut für Deutschland wäre. Das war schon immer falsch und ist es heute erst recht, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wer mehr Humanität in der Migrationspolitik will, und das wollen wir, unser Leitmotto ist Humanität und Ordnung, der muss für die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten stimmen. Das bedeutet weniger aussichtslose Fälle und damit mehr Kraft für diejenigen, die wirklich schutzbedürftig sind. Und wir müssen das Signal aussenden, dass sich die Menschen, die hier keinen Schutzstatus erhalten können, erst gar nicht auf den Weg machen. Und das ist eben auch ein Mittel, um das üble Schleusergeschäft zu bekämpfen. Auch deshalb sind wir für die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsstaaten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Migrationspolitik geht es viel um Signale. Das betrifft das Thema sichere Herkunftsstaaten, aber eben das Thema will ich noch ansprechen, auch das Thema Staatsangehörigkeitsrecht und das Thema Turboeinbürgerungen. Ich will wirklich an die FDP, bei Ihnen erwarte ich noch am ehesten ein bisschen Vernunft in Sachen Migrationspolitik, appellieren. Sie können doch in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, das Staatsangehörigkeitsrecht mit Turboeinbürgerungen nicht durchwinken. Verhindern Sie das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und stimmen Sie vor allen Dingen unserem Entschließungsantrag zu, was die Ausweisung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten betrifft. Vielen Dank. Aber dagegen wehren sich ja nach wie vor die Bündnisgrünen. Mit dem neuen Gesetz, was hier heute beraten wird, sollen Anträge von Asylsuchenden aus diesen Ländern Georgien und Republik Moldau schneller bearbeitet und entschieden werden. Das bedeutet nicht, dass die einzelnen Fälle nicht diskutiert werden, aber der Zeitraum ist halt viel kürzer. Lars Castellucci für die SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Herr Seif, nachdem gestern die Debatte ausgefallen ist, haben Sie heute von dem Brief vom Herrn Sommer hier gesprochen und von einer Überlastungsanzeige. Ich lese Ihnen mal vor, was in diesem Brief drinsteht. Dort spricht er von den vielfältigen aktuellen Bestrebungen der Bundesregierung, den Asylzugang wieder deutlich zu senken. Und er bedankt sich ausdrücklich bei der Ministerin. Er schreibt, auch Sie, die Ministerin persönlich, sind hier dankenswerterweise sehr engagiert. Diesem Dank von Herrn Dr. Sommer können sich die Ampelfraktionen vollumfänglich anschließen. So, und jetzt hören wir Sie natürlich immer, es könnte viel schneller gehen, Herr Oster. Es könnte noch viel mehr sein, Herr Oster. So, heute, wenn wir mit der Debatte fertig sind, werden Georgien und Moldau sichere Herkunftsstaaten sein. Die letzten 8 Jahre war die von Ihnen geführte Bundesregierung nicht in der Lage, auch nur ein weiteres Land zum sicheren Herkunftsland zu machen. Also, es könnte alles viel schneller gehen. Das ist Ihr Dauerslogan, aber wir handeln. Und so ist es auch bei Europa. Seit 2015 versprechen wir den Menschen, es muss eine Einigung auf europäischer Ebene zur Flüchtlingspolitik geben. Sie haben 8 Jahre lang, es musste natürlich alles viel schneller gehen, 8 Jahre lang nichts erreicht. Diese Regierung handelt und hat eine Einigung erreicht. Sie reden, wir handeln. Und so wird es auch bei diesen ganzen anderen Punkten sein, der Digitalisierung, den Migrationsabkommen, auch der Beschleunigung von den Gerichtsverfahren hier bei uns im Land, damit wir das System insgesamt ertüchtigen. Und jetzt möchte ich noch sagen an die Kollegin Polat und die Fraktion der Grünen gerichtet, es ist auch gut, wenn man es sich nicht so einfach macht bei diesen schwierigen Fragen. Wir könnten schnell sagen, die Welt um uns herum ist ein sicheres Herkunftsland und dann sind die Probleme nicht mehr da. Und Sie sind ja unterwegs mit so Slogans wie die Migration, die irreguläre Migration stoppen, sagen den Leuten aber gar nicht genau, wie sie das machen wollen. Und dann kommen Nebelkerzen. Im Sommer sagt der Kollege, der eine sagt, das Asylrecht abschaffen. Dann sagt der Nächste, wir sollen physische Gewalt an den Grenzen anwenden. Sie sagen doch den Leuten überhaupt gar nicht, wie sie es machen wollen. Und wir arbeiten Stück für Stück unseren Koalitionsvertrag ab. Wir dürfen uns das
nicht so einfach machen, aber die Idee, die irreguläre Migration abzusenken, indem wir auch legale Wege eröffnen, ist richtig und genauso passiert es hier. Der individuelle Schutzanspruch bleibt aufrechterhalten, aber Georgien und Moldau werden Angebote bekommen für reguläre Migration. Damit entlasten wir das System von unnötigen Verfahren und gleichzeitig sichern wir den Wohlstand in unserem Land, weil wir für den dringend benötigten Fachkräftebedarf sorgen. Das ist der richtige Weg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Mechthilde Wittmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, schlagartig schmeiße ich meine Rede um. Herr Kollege Castellucci, ich wollte nicht auf den Brandbrief des BAMF eingehen. Aber leider muss ich es jetzt tun. Und Frau Präsidentin, ich bitte Sie, mir schon jetzt zu erlauben, diverse Sätze zu zitieren. Erstens, Seite 1. Bereits im Jahr 2022 war es mit Ende der Pandemie zu einem massiven Anstieg der Zahlen der Asylsuchenden gekommen, der die Kapazität meiner Behörde von 230.000 Asylanträgen im Jahr überstieg. In der Folge dessen, jetzt kommt er dann schreibt er über die Zahlen jetzt, 244.000 bis jetzt. Infolgedessen konnten wir den eingeleiteten Abbau der Asylverfahren nicht fortsetzen. Vielmehr stieg die Zahl der anhängigen Asylverfahren auf 136.000 wieder an. Es ist der höchste Zugang seit 2015, 2016. Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur in den operativen Asylabteilungen, sondern im gesamten Amt, bedeutet diese Situation eine außerordentliche Belastung. Das nennt man in der deutschen Verwaltung Belastungsanzeige. Die derzeitige Situation in den Aufnahmeeinrichtungen kann man nur als dramatisch bezeichnen. Trotz überwiegend gutem Willen wird es immer schwieriger, die aufeinander abgestimmten Regelprozesse aufrechtzuerhalten. Die für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Mittel und Stellen werden in keiner Weise ausreichen. Ich bin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Hat er alles überlesen. Ebenfalls allergrößte Sorgen macht mir der viel zu geringe Ansatz von 37,8 Millionen für die IT-Dienstleistungen, nicht mal mehr ein Drittel vom Ansatz des letzten Jahres. Das Bundesamt müsste bei der Erfüllung vieler seiner Aufgaben wieder zu Papier- oder Excel-Listen zurückgehen, wenn es bei diesem Ansatz bleibt. Der Mehrbedarf dafür liegt bei 86,5 Millionen. Und nicht angesprochen habe ich im Übrigen die erheblichen Mehrbedarfe im Haushalt des Bundesamts für Integrationskurse, Erstorientierungskurse, Migrationsberatung für Erwachsene und für Asylverfahrensberatung, für deren Deckung eine politische Lösung aussteht. Wenn das keine Überlastungsanzeige ist, unglaublich, wie Sie jetzt selektiv versuchen, Ihre Mistpolitik zu rechtfertigen. Wirklich. Georgien ist bereits seit 2022 EU-Beitrittskandidat. Und ich darf nochmals zitieren, die MPK ist sich einig, dass für Staatsangehörige aus Staaten, die eine EU-Beitrittsperspektive besitzen, die Asylverfahren beschleunigt durchgeführt werden sollen. Dies gilt insbesondere für Georgien und Moldau. Und ferner darf ich jetzt, nachdem ich meine Redezeit mit Ihrer Korrektur verbringen musste, doch noch auf eines hinweisen. Liebe FDP, Sie haben sich klar geäußert, dass Sie die Maghreb-Staaten dabei haben wollen. Wir freuen uns auf Ihr positives Votum und machen Sie nicht wieder die gleiche Wolte, wie Sie es bei den 7% gemacht haben. Die SPD streitet noch innen, die Grünen sind dagegen. Ampelstreit und völlig entglittener Überbietungswettbewerb beim Verteilen von Sozialleistungen aus dem Steuergeld der arbeitenden Bürgerinnen und Bürger ist der Hauptgrund für die exorbitante ansteigende Migrationszahl, die wir nach 2015-16 in der alten Regierung in den Griff bekommen hatten, und das, obwohl die SPD mitgewirkt hat. Mechthilde Wittmann von der CDU-CSU war die letzte Rednerin in dieser Debatte. Und jetzt gibt es hier eine namentliche Abstimmung. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Bestimmung Georgiens und der Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten. Es liegen mir zahlreiche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Die nehmen wir entsprechend unserer Regeln zum Protokoll. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 9284 den Gesetzentwurf der Bundesregierung
auf den Drucksachen 8629 und 9005 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktion, der CDU-CSU-Fraktion, der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU-CSU auf Drucksache 8785. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abgeordneten hier im Saal bitte ich noch, für eine weitere Abstimmung hier zu bleiben. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre Plätze einzunehmen. Das ist offensichtlich schon der Fall. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Entschließungsantrag. Die Abstimmungsurnen werden um 17.05 Uhr geschlossen. Ja, und die Union hat also eine namentliche Abstimmung über ihren Entschließungsantrag gefordert. Und das wird jetzt stattfinden. Aber die Debatte, Sie kennen das, geht weiter. Es wird ja seit Corona-Zeiten draußen abgestimmt im Flur. Zuschauer, die sich noch an früher erinnern, die wissen, dass namentliche Abstimmung immer ein ziemlicher Stopper hier in der Diskussion war, denn die Abstimmung erfolgte im Plenarsaal. So lange konnte natürlich nicht weiter diskutiert werden über den nächsten Punkt. Und das ist sicherlich ein Fortschritt, einer der wenigen, den wir nach Corona hier verzeichnen können im Hohen Hause. Also, die CDU will mit ihrem Entschließungsantrag quasi dasselbe Ziel verfolgen, nämlich Georgien und die Republik Moldau zukünftig als sichere Herkunftsländer einzuführen. Und sie hat auch eine Perspektive, dass dieses eben für noch mehr Staaten gelten muss, zum Beispiel für die Maghreb-Staaten.